Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich habe heute mal einen spezial angekündigten Gast bei mir. Und zwar diesmal wirklich mein Freund. Und wir haben uns gedacht, wir machen heute mal eine Candy Challenge. Und zwar eine American Candy Challenge. Wir haben dann nämlich von Sugar Fairy hier eine kleine Box geschickt bekommen. Danke nochmal an euch. Ich setze euch mal den Link in die Infobox von der Internetseite. Die haben so internationale Süßigkeiten von irgendwie allen möglichen Ländern. Also ich habe die Süßigkeiten ausgesucht, das heißt... Nils hier, er ist übrigens Nils, weiß noch gar nicht, was hier alles drin ist und was wir jetzt alles essen werden. Und jetzt würde ich sagen, picken wir einfach mal willkürlich irgendwas raus, oder? Ja. Und mach die Augen zu. Greif rein. Es wird alles daneben. Warte, ich muss das mal reinbuddeln. Das ist Reese's, ja, von Reese's. Das ist dieses mit dem Erdnussbutter drin. Das hatten wir schon mal probiert, glaube ich. Echt? Das habe ich dir mal mitgebracht aus Amerika. Ich habe einige Sachen davon auch schon mal teilweise gegessen, wobei ich versucht habe, Sachen zu nehmen, die ich noch nicht kenne. Oh wow, sieht aus wie so ein Kuchen. Das ist riesig. Kann man sehen? Ja. Mal an Servietten denken, nein. Mega süß. Aber war zu erwarten. Aber davon könnte ich niemals so ein ganzes Ding essen. Nee. Ah ja, wir wollten die Süßigkeiten bewerten von 1 bis 10. Was gibst du? Ich glaube, ich gebe denen so 7 von 10 Punkten. Ja, ich würde auch so 7. Obwohl, ja. Aber es ist halt so Schokolade. Und da drin ist so mega viel so Erdnussbutterzeug drin. Aber so eine richtig fette Schicht. Ich würde ja nochmal abbeißen, aber es ist einfach zu süß. Ein Oreo Brownie. Ein Oreo Brownie, der mit Creme gefüllt ist. Ich erinnere mich gar nicht mehr daran, was ich alles bestellt habe. Ich wusste gar nicht, dass ich das bestellt habe. Oh, es wird so schlecht sein nach diesem Video. Er sieht übelst geil aus. Er ist bestimmt auch wieder so mega süß. Oha. Der ist richtig lecker. Der wird richtig geil. Boah, damit habe ich voll nicht gerechnet, dass der so lecker ist. Boah, ich würde dem 9 Punkte geben. Ich finde ihn richtig geil. 9 Punkte? Hm. Ja, ich gebe 8 von 10. Twizzlers. Twizzlers. Pulling Peel Candy. Yay. Diese kleinen Dinger bedecken gerade meinen ganzen Boden. Candy nämlich, das sind so Gummistränge irgendwie. Aber das sind nicht die normalen, die sind so mit Wassermelonengeschmack. Ja, und wie isst man die jetzt? Pult man die so ab oder weiß man irgendwie? Kennst du diese Szene bei diesem Disney-Film mit dem mit der Spaghetti? Ich kann nicht das ganze Ding essen. Ich auch nicht. Okay, fail. Hm. Ich finde es dennoch nicht so vom Hocker hauend, muss ich sagen. Hm, ja, ist nicht so meine Lieblingssüßigkeit. Es ist halt so matschiges Gummi und wie man es so aus USA kennt, schmeckt es so ein bisschen... Süß. Ja, süß sowieso. Ja, ich würde so 4-5 Punkte geben. Ja, ich auch. Ah, Laffy Taffy. Mystery Swirl? Ja, Mystery Swirl. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich alles bestellt habe, ey. Da steht nur drauf Laffy Taffy Candy. Na, was soll's, wir probieren es. Laffy Taffy Candy. Schmeckt auf jeden Fall besser als das, was vor war. Halt so was Säuerliches. Voll geil. So Mauern-mäßig. Ach, genau, Mauern. Wie Mauern von der Konsistenz her? Aber irgendwie schmeckt es besser. Ich finde es auch besser. 7 Punkte? Das andere, was wir gegessen haben am Anfang. Hast du auch 7 Punkte gegeben? Ich habe auch 7 Punkte gegeben. Das fand ich geiler. Ja, dann gibst du 6 und ich gebe 7. Okay. Ich gebe 6 und du gibst 7. Ja. Jetzt du. Pop-Tarts! Raspberry? Raspberry Pop-Tarts. Das fokussiert nur unsere Gesichter. Schatz. Das geht nicht. So, Toast-Dinger. Also, die packt man so in einen Toaster. Und dann sind die so warm von innen. Und haben so ganz viele verschiedene Geschmacksrichtungen. Ich habe jetzt einfach mal Himbeere genommen, weil ich dachte, das ist jetzt in den Toaster packen? Ja, ich muss den kurz toasten. So, das Ganze ist jetzt getoastet. Das ist wie so ein Keks jetzt mit halt so Füllung drin. Ich hoffe, das schmeckt jetzt, ey. Ich habe voll die hohen Erwartungen. Alter, ist echt heiß. Ja, pass auf. Ich stehe drauf. Ist lecker. Ich würde am liebsten das ganze Ding essen, aber ich weiß, ich muss noch so ein anderes Zeug essen. Ich gebe auch 9 Punkte. 9 Punkte? Mhm. Oh, ich gebe den so 7 Punkte. Mal wieder Gummibärchen zum... Ich glaube, das sind zumindest Gummibärchen. Oder sind das gar keine? Nee, es ist Hard Candy. Extreme Sour. Oh, das kann ja lustig werden. Sauer kann ich voll gut ab. Nicht. Okay, was möchtest du? Apple?
Watermelon, Raspberry, Lemon. Hier steht drauf, Warnung, wenn man mehrere davon isst hintereinander, dann kann das schlimm sein für die Zunge und den Mund. Das will ich dir nicht mehr essen. Mm. Boah. Oh nein, das wird immer schlimmer. Geil. Boah. Boah. Also, oh. Muss man den kauen? Ich weiß es nicht. Nee, kann man nicht kauen. Oh mein Gott. Wo geht denn das weg? Das wird immer saurer. Alter. Ist vorbei. Oh. Hast recht. Das war ein Schlag, ey. Ich geb dir 9 von 10 Punkten. Nee, ich geb dir nur so 7. Nee, 6. Ja, Mann. Ich freu mich noch richtig auf die. Das sind Oreos in Red Velvet. Alter, ich freu mich richtig da drauf. Oh, die riechen geil. Wenn die jetzt nicht schmecken, bin ich richtig traurig. Hätte ich mir jetzt irgendwie geiler vorgestellt. Ja, schmeckt gut, aber... Oh. Aber irgendwie habe ich mir mehr runter erhofft. 7 Punkte. 6. Hooper's Milkshake Strawberry Malted Milk Balls. Das sind so Bällchen, die schmecken nach Strawberry Milkshake. Oh. Oh. Kann man mir jetzt nicht gerechnet. Ich auch nicht. Nee, irgendwie mag ich die gar nicht. Nicht. Ich würde jetzt so 4 Punkte geben. Vielleicht sogar nur 3. Ich gebe dir 2 von 10 Punkten. Ich wusste es. Ich glaube, das ist so ein Cream Pie, sowas. So ein Küchlein, wo so Creme drin ist. Der ist so voll weich. Hm. Hm, finde ich lecker. Aber ich würde ihm dennoch nur 7 Punkte geben. Ich gebe auf alles 7 Punkte. Ja, ich gebe dir auch 7 Punkte. Kommen wir zu einer Sache, vor der ich extreme Angst habe. Und zwar, ich weiß nicht genau, was es ist, stand nämlich nicht so da, aber sie heißen Atomic Fireball. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich könnte davon ausgehen, dass es scharf sein wird. Er kann scharf mega gut ab, ich halt so gar nicht. Ja. Noch geht. Ja, völlig schlimm. Oh, warte mal. Warte mal. Oh. Oh nee! Oh nee! Ich will mal. Was? Es wird auch noch schlimmer! Oh! Heiliger! Oh. Also, ich bin Schärfe gewohnt, ne? Oh, Scheiße, es wird immer schlimmer! Boah, meine Zunge! Oh. Ich spiel meine Zunge nicht mehr! Oh, jetzt verstehe ich mit dem Fireball wieder! Das ist jetzt nicht so meine Lieblingssüßigkeit. Alter. So, das ist jetzt das letzte, was wir haben. Jolly Rancher Gummies. Ja, das sind, glaube ich, jetzt doch Gummibärchen. Jolly Rancher. Ich will den pinken. Warum pink? Was ist das für eine Richtung? Soll ich pink, ne? Mhm. Wow, die sind aber richtig weich. Mhm. Oh. Weniger so Gummibärchen, die sind eher so wie ein bisschen härter gewordenes Gelee. So. Ich würde das ist irgendwie nicht so krass. 5 also, oder 6. Wobei ich fand andere Sachen schlimmer, die denen ich finde. Ich würde denen auch so 6 Punkte geben. So, das waren jetzt alle Süßigkeiten, die wir heute probieren werden. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und natürlich auch, wenn ihr mehr Videos mit Nils hier haben wollt. Schreibt mal Reiswaffel in die Kommentare. Wenn ihr mehr Videos mit meinem Freund sehen möchtet, dann weiß ich da auch Bescheid. Und dann würde ich sagen, findet ihr jetzt meine Social Media Seiten hier irgendwo unter mir. Und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal. Sag tschüss. 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 Ja, du sagst doch auch immer so. Tschüss! Alter! Ey, wehe. Nee. Nee.